Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. So, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind ja im Jenseits und kämpfen jetzt mit Son Goku gegen Raditz. Ja, einfache Kampfregeln, gewinnen. So. Ja, wir trainieren ja bei Meister Kaio etc. bla bla. Und lernen dort die Kaioken und Genki-Dama und so. Und plötzlich sind wir auf dem Gletscher. Was zur Hölle? Okay. Ist das eine Welt des Jenseits? Oder so? Ach Mann, das war clever von dir. So. Okay, ihr müsst mich entschuldigen, ich bin noch ein bisschen nicht so ganz im Gameplay drin. Ey, das passiert aber auch ständig, warte mal. Das ist mir jetzt schon das zweite Mal, dass mir das passiert. So. Oh Gott, mein Gott, bin ich kottenschlecht. Warte mal, nochmal. Sorry, ich blamier mich hier gerade mal wahrscheinlich total. Ich muss einfach gerade nochmal in das Gameplay reinfinden, weil ich es gerade nicht so ganz im Kopf habe. So, nee, okay, geht doch. Ja, komm, stehst doch noch irgendwann mal wieder auf. Ach, Mann, oh! Ah, komm, tu mir den Gefallen, dieser kleine Futz. Na! Perfekt! Cool. Meine Güte. Naja, willst du noch bedenken, wir spielen auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. So. Okay. Bakana. Kono ore ga kakaru to gotoki ni. Ora mo odoreta zo. Sugei power up da. Son Goku hat Meister Kaios Test bestanden und ist bereit für die kommende Schlacht. Sein Training ist abgeschlossen und Son Goku eilt und zu seinen Freunden auf der Erde. Und am nächsten Tag um 11.43 Uhr, wow, so genau ist die Zeit, okay, tauchen die beiden bösen Saiyajin auf. Spieldaten speichern, ja, klar doch. So, überschreiben, ja, auch überschreiben, super. Speichern erfolgreich, immer wieder dieselbe Prozedur. Uiuiui, okay. Okay, die Saiyajin sind also jetzt tatsächlich da. Aber wir gehen mal kurz zu Gottes Versteck. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas Tolles. Ha, hallo Popo. Aber Moment. Oh, da liegt was. Mädchenunterhose erhalten. Oh. Ich glaube, das ist sowas ganz Spezielles für Oolong oder so. Naja, egal. Weiß nicht. Keine Ahnung. Auf einer Zeitreise kannst du starke Gegner bekämpfen. Willst du meinen Test machen? Das ist... Okay. Wir können hier kein Ja und kein Nein ankreuzen. Das ist blöd. Wenn wir sofort jemanden ansprechen, sagen wir automatisch Ja. Und das ist scheiße. Da gehen wir sofort in einen Test rein. Oh, scheiße. Warte mal. Ich habe ja komplett vergessen, den Ton hinter mir auszuschalten. Mein Gott, bin ich bescheuert. So, ich habe nämlich im Hintergrund noch den Fernseher laufen und das ist mir jetzt ultra peinlich. Oh Gott, scheiße! Hoffentlich hört man das jetzt nicht im Ingame. Wuha! Das war wohl nix. Ah, komm, steh auf. Das war alles? Okay. Fertig. Explosion 1 plus 2. Oh. Okay. Schon mal ein bisschen netter. Dieses Item. Oh Gott, Leute, das ist mir jetzt so ultra peinlich. Scheiße.
Ich hab den Ton nicht abgeschaltet von meinem Fernseher. Ich hoffe, da hört man jetzt nicht groß noch was dazu. Naja, okay, es waren ja erst die ersten 4 Minuten oder was. Ah, okay. Ich hoffe mal das Beste. Gut. Also, was haben wir denn in der südlichen Hauptstadt? Schon wieder Tau Bai Bai. Da wird aber, glaube ich, nichts Besonderes sein, aber ich mach nur mal... Warte mal, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist, wird bestimmt nichts Neues dran sein, oder? Wird auch immer wieder dasselbe sein. Wir kämpfen gegen ihn und wir kriegen Zenny und dieselben Items wie vorher auch. Toll. Echt, dieser Schwierigkeitsgrad ist einfach zu einfach. Naja, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht groß noch weiter diskutieren. Nächstes Mal mache ich es eben schwerer auf Level 2. So. In der südlichen Hauptstadt ist jetzt nichts mehr. Da ist immer Tau Bai Bai, oder? Die ganze Zeit. Ja, auf geht's zur Ödnis. Da sind die Saiyajin. Oder Saiyajins. Eigentlich Saiyajins, ne? War ja auch so ein kleiner Grammatikfehler in Meister Kaios Reich. Vegeta und Nappa haben das Schlachtfeld betreten, wo die Z-Kämpfer sie bereits erwarten. Vegeta lässt seine bizarren kämpfenden Pflanzenmänner im Spiel auf die Z-Kämpfer los. Okay, irgendwie, was ist mal wieder mit der Framerate los? So, ich hol Piccolo und ich tendiere zu Yamchu oder Tenshinhan. Ich glaube, ich hol mal Yamchu rein. Mit dem habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gekämpft. Okay, bereit? Ach, Scheiße. Das ist aber auch bei jedem Gegner anders. Es kommt darauf an, wie groß er ist. Man passt einfach. Man kriegt einfach nicht den richtigen Moment. Na, komm schon. Ein bisschen noch. Okay. Der eine Pflanzenmann ist schon mal kaputt. Okay. Ey, Alter, das ist viel zu einfach. Keine Ahnung. Oh, Piccolo hat ein Level up. Das freut mich. Komplett. Toll. Ah, komm schon, ein bisschen Training schadet nicht. Es schien ein leichter Sieg für die Z-Kämpfer zu werden, doch. Überraschend vernichten sich die Pflanzenmänner selbst und reißen Yamchu mit sich. Und als Yamchu fällt, erkennen die übrigen Z-Kämpfer zu spät, dass der Kampf ernst war. Ja, speichern. So, Yamchu ist tot. Einfach so, plump. Dort. Auch jetzt im Jenseits. Ich frag mich grad, wie kommt jetzt eigentlich Son Goku? Warte mal, Son Goku ist doch eigentlich tot. Wurde er wiederbelebt? Ja doch, ich glaube schon, oder? Ach, keine Ahnung. Aus Schmerz und den Tod seines Freundes explodiert Krillins Wut wie nie zuvor. Hä?
Aha, jetzt kämpfen wir also mit Krillin gegen alle vier? Okay, probieren wir einfach mal, weil die Kämpfe sind ja bis jetzt nicht so ultra schwer. We can try it. Willst du mal wieder aufstehen? Okay, komm schon mal wieder auf hier. Na, komm schon. So, ein Ass futsch. Ja. Ach, warte mal, das hier können wir auch machen. Warte mal, genau so ein Griff. Super. Endlich hat mein Kamehameha getroffen. Oh Mann, hör auf runterzufallen. Mach's nicht unnötig schwer. Oh je, du armer Kleiner. Komm, steh auf. Ach Mann, diese blöde Hügel, verdammt. Ach, komm schon. Steh auf. Guck mal, die machen überhaupt gar nichts. Die wehren sich ja absolut gar nicht. Das ist doch keine Herausforderung. Also, wenn ich das hier jetzt perfekt schaffe, dann lache ich mich tot. Naja, ich wende aber auch meistens irgendwie dieselben Techniken an, weil ich immer noch nicht so konkret weiß, was man alles so macht. Oh. Okay. Ein perfekt ist es nicht mehr. Oh, Krillin, du Volltrottel, verfolg ihn doch. Oh, mein Gott. So, komm, Destructo Disc. Na, das ging noch gut. Eigentlich hätten wir jetzt, glaube ich, ganz viel XP bekommen. Na, okay. Aber es sollte nicht sein, dass wir irgendwelche Z-Objekte ausgerüstet haben. Ja, blöd jetzt. So, Krillin konzentriert seinen ganzen Zorn auf die übrigen Pflanzenmänner. Doch die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Einer der Saiyajin Nappa betritt den Ring. Oh Mann, Nappa, Papa Nappa kommt in den Ring. Ach du Scheiße, das wird hart wahrscheinlich. Wie war das? Da war doch irgendwie so ein kleiner Joke mit Papa Nappa. Happa Happa für Papa Nappa oder was? Hat doch irgendwie... Hat doch Nappa irgendwie gesagt, als er die Pflanzenmänner gepflanzt hat, oder? Habe ich so in Erinnerung. So, weißt du was, Taubabai, gegen dich habe ich überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Das ist immer wieder dasselbe, du bist ein Langweiler, so. Nee, da entlang, ja, schön, immer schön weiter zur Ödnis. Oh, ich hasse meine Tastatur. So, ich musste jetzt mal gerade meine Tastatur nochmal abkoppeln und jetzt mache ich den Ton von meinem PC wieder an und eines Tages schmetter ich diese verfickte Tastatur gegen die Wand und zerschmetter die Zünze an, weil ich habe echt die Schnauze voll davon. Ich pack's einfach nicht mehr. Aber ich habe momentan, ich verpatze es auch immer wieder, eine neue Tastatur zu kaufen. Mir wird echt die billigste reichen. Hallo Vegeta. Okay, wir nehmen... Oh, wir können mit allen fünf spielen. Super. Ich hol Piccolo, Son Gohan, Tenshin Han, Chao Zu und als letztes Krillin. Ja, auf geht's. So. Ja,
wundervoll. Wow. Okay, der hat schon ein bisschen mehr Grips. Oh, der hat aber echt eine ganze Menge HP, muss ich sagen. Guck mal, der weicht zumindest im richtigen Moment aus und... Super. Ah, nein! Ach, scheiße, das war die falsche Attacke. Fuck! Aua, 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 okay. Jetzt kann ich verstehen, warum wir gerade 5 für diesen Typ brauchen. Wow, das war doch mal eine riesen fette Attacke. Okay, der ist echt clever, der Typ. Der unterscheidet sich schon mal zumindest richtig von anderen. Na, komm schon. Weiter ran. Guck mal, der blockt richtig gut. So, Lichtgranate, auf geht's. Super! Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Kriegen wir einen Superfinisher hin? Oh, oh, oh. So. Hoffentlich funktioniert das. Oh. Okay, der Punkt geht an dich, Nappa. Aber das wird, das ist jetzt schon zumindest mal schon viel interessanter. We did it! Cool, cool, cool. Fertig! Oh, momentan macht mir das Spiel richtig Spaß. Gerade jetzt fängt es an, interessant zu werden mit dem Schwierigkeitsgrad und so. Chen Jinhan und Chaozu können Nappas atemberaubender Macht nichts entgegensetzen und finden ein tragisches Ende. Son Goku というのはカカロットのことだな。面白い。Vegeta will mit Son Goku kämpfen und gönnt den Z-Kämpfer 3 Stunden Pause. Okay. Im Übrigen ist er jetzt Nappa oben ohne da, oder? Kann das sein? Ja, keine Ahnung. Naja, ist er fast nackig jetzt. Also zumindest in der Serie gibt es ein Outfit, da ist er fast nackig. Das ist irgendwie schon richtig knackig. Nackig, knackig, ja. Aber ich will jetzt nicht da so ins Detail eingehen. So, nach 3 Stunden scheint es, als käme es von Goku nicht mehr rechtzeitig, doch plötzlich... Nanda, Nappa, 3人を殺せ。厄介なことになりそうだ。どうせこいつらを皆殺しにすることに変わりはねえ。Okay, gut. Wir holen diesmal... Ich glaube, ich will jetzt mal Son Gohan holen und danach kommt Piccolo und dann kommt Krillin. So, Fluchtkampf. Überlebe, solange es geht. Oh, meine Güte, okay. Das wird hart für Son Gohan. Eigentlich ist Son Gohan ja eigentlich noch so ziemlich schüchtern und introvertiert, ne? Weg, 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 weg. Warte mal, du kannst auch das Masenko, oder? Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Nein, nein, nein! Oh! Ah, das war wohl nix, hä? Jetzt komm ich. Jetzt schlag ich dich weg. Boah, ey. Oh, puh. Okay, mit diesem Trick kann man sie jetzt, kann man jetzt nicht mehr kommen. Boah. Oh, was macht er da?
Son Gohan geht mal voll ab. Das gefällt mir. Okay, dann haben wir es aber auch gleich. Nein, weg, weg, weg. Ah! Wow, wie cool. Ich hab's hingekriegt, ich kann's immer noch. So. Ha! Was sagst du dazu? Oh ja, das Spiel spiele ich gerne. Super, wir haben mal wieder überlebt. Okay, oh, ich merke gerade, wir haben ein bisschen Überlänge. Na, okay, aber nur so ein bisschen, ne? Gut. Okay, aber wisst ihr was? Genau, es ist mal wieder soweit. Hier mache ich mal wieder eine kleine Pause. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer TMWS-Treffer und ciao.